Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Medieval Dynastie. Ja, ich habe es gerade noch so geschafft, wieder zurückzukommen, beziehungsweise ich habe es so gemacht. Ach, ich habe Leder hier, das wollte ich mal eben reintun. Ich habe es nämlich so gemacht, dass ich mich habe sterben lassen, zum Glück vorher noch mal eben schnell gespeichert hatte. Und das Problem war, dass ich dann auf einmal tot war. Also anscheinend kann man nur einmal sterben, bevor man dann komplett tot ist am Ende. Das ist natürlich nicht so besonders schön. Ich habe mir dann ganz schnell den Hasen geschnappt, der noch da dran war, hier drin war. Habe dann auch festgestellt, dass ich nur eine Falle bauen kann und dass wir auf jeden Fall noch mal auf die Jagd gehen müssen. Wir müssen irgendwie was Kleineres erledigen oder so, weil sonst, ja, bin ich ganz schön am Arsch, weil ich brauche unbedingt was zu essen. Ich meine, mir würde es ja schon reichen, wenn ich irgendwo zumindest ein gutes Rezept bekommen würde. Aber ich habe ja nichts. Ach so, bevor wir das machen, fällt mir gerade ein, ich hatte dabei auch einen Fähigkeitspunkt bekommen. Grundkenntnisse der Gewinnung, Überlebenskenntnisse. Überlebenssinn, was war denn damit? Der war in der zweiten Stufe. Erfassen von Pilzen, Federn und Kräuter im Entdeckermodus. Genau, da wollte ich auf jeden Fall einen Punkt reinmachen, weil das ein ganz, ganz großer Tipp war, der mir nochmal gegeben worden ist. Da soll man jetzt... Ah, perfekt! Da sieht man nämlich jetzt immer, wo irgendwelche Kräuter sind. Das ist jetzt alles Johanniskraut. Das wollen wir jetzt nicht haben. Aber man kann auf jeden Fall sehen, ja, wo Kräuter sind und so weiter. Wunderbar. Das ist ja richtig, richtig geil. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Wildschweine müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal begegnen. Aber die Wölfe will ich natürlich auch nicht direkt bei mir haben. Aber so ein Fuchs oder so wäre natürlich ganz schön. Die Hirsche sind natürlich ziemlich nervig, weil man denen nur am Hinterherrennen ist. Aber irgendwie scheint hier kein gutes Jagdgebiet zu sein im Moment. Mein Haus ist rechts herum. Eigentlich müsste ich hier was finden, aber... Da waren so viele Tiere, aber die streifen wahrscheinlich auch umher. Was war das gerade? Das sind jetzt nur Bären, aber die sammeln wir auch mal ein. Ich habe nämlich jetzt gelernt, alles, was einen am Leben erhält, ist gut. Und das kann man auch gerne mitnehmen. Auch wenn man durch die Bären komischerweise doch mitunter sehr schwer wird. Keine Ahnung warum. Und die bringen natürlich nicht allzu viel, ne? Also wenn wir die jetzt essen, wir sind jetzt bei 20. Wenn wir jetzt 37 von diesen Bären essen, also die bringen uns Wasser. Das ist auf jeden Fall gut. Aber wir sind jetzt gerade mal 11 höher, also bei 38. Die bringen natürlich so gesehen fast nichts. Aber das habe ich natürlich schon... Da habe ich schon logisch drüber nachgedacht, dass es wahrscheinlich so ist. Die bringen uns auf jeden Fall Wasser. Also wenn man die zwischendurch so ein bisschen isst immer wieder, ist das nicht schlecht. Die nehmen wir jetzt so ein paar von mit. Aber wir müssen eigentlich was finden. Ah, da hinten ist Wild. Ich bräuchte eigentlich Pfeil und Bogen für sowas. Weil mit dem Stock zu treffen, das ist echt schwer. Nein, nicht weglaufen. Bleib hier.
Stimmt, ich habe keine Ausdauer, das ist schlecht. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleibst du stehen? Mist. Bleib stehen, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich jag dem jetzt einfach hinterher. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich jetzt bin. Ich kann den letzten jetzt nicht auch noch werfen. Der hat das Ding komplett quer am Hintern hängen und läuft einfach wie so ein Bekloppter. Oder durch den Bauch durch, keine Ahnung. Nein! Reagier doch mal ein bisschen schneller. Scheiße! Oh nein! Ich hab's. Der Speer ist zwar kaputt, aber ich hab's. Oh mein Gott. Ah. Ist das eine Jagd gewesen? Also das war jetzt wirklich, naja. Sagen wir lieber nichts zu. So, wir brauchen jetzt wieder Rundholz, um Speer machen zu können. Na komm. So. Mal gucken. 4 Rundhölzer kriegen wir. Wenn ich das richtig sehe. Ja, perfekt. So. Dann machen wir mal alle. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Boah, das war jetzt aber wirklich eine wilde Jagd. Vor allen Dingen, dass man dann überhaupt das Ding... Wo habe ich mich jetzt... Ah, ich habe die Näherei freigeschaltet. Warum? Weil ich was gecraftet habe? Das ist ja geil. Moment, wo ist denn die? Speicher, Überleben... Moment, da müssen wir auch mal gucken. Da können wir aber nichts von bauen, ne? Häuser. Ressourcen. Speicher. Ressourcen. Da brauche ich 10 Rundhölzer für. Ah, ich kann mir mein Ressourcenlager schon bauen. Das ist ja geil. Oh, Felder kann ich auch bauen. Ich muss mal dringend nach Hause hier. Wo ist mein Haus eigentlich? Links rum. Ach so, was ich aber noch machen wollte, ich wollte den Speer mal eben auf 2 legen, den auf 3 und den auf 4. So. Jetzt ist mein Haus weg. Hä? Hallo? Mein Haus war doch gerade noch da drin. Moment, das ist jetzt hinter mir. Da bin ich außer Reichweite, dass ich das noch nicht sehen kann. Und links rum. Ah ja, jetzt kommt's. Ah, okay. Das heißt, wenn ich jagen will, müsste ich wirklich ein ganzes Stück am besten dahinter. Oder das ist jetzt nur, weil ich wie so eine Bekloppte hinter dem... Reh gerade hergelaufen bin. Das kann natürlich auch sein. Ja, also das mit dem Trinken ist nicht so schlimm. Das mit dem Essen ist allerdings schon schlimmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Das nervt doch ungemein. So, jetzt sind wir hier wieder zu Hause. Dann schauen wir doch mal. Also, wir können da natürlich jetzt nichts machen. Gebäude. So, Landwirtschaft und Feld. Wo können wir denn so ein Feld überhaupt machen? Ich mache das mal, keine Ahnung, hier vorne hin oder so. Ich weiß es nicht. Ja, machen wir mal hier ein Feld hin.
So, Feld- und Getreideanbau. Felder können mit einer maximalen Größe von 16 mal 16 erstellt werden. Die individuelle Feldsteuer hängt von der Größe der einzelnen Felder ab. Um darauf etwas anbauen zu können, muss man es zuerst mit einer Hacke pflügen. Zur Aussaat wird geeignetes Saatgut benötigt. Der Beutel ist ein Werkzeug für die Aussaat und es gibt ihn für jede Art von Saatgut oder Dünger. Du kannst die Beutel selbst in der Näherei herstellen oder verkaufen. Das Sammeln von Feldfrüchten und Gemüse verringert den Nährwert deines Feldes. Okay. Der Wert kann aber durch Ausbringen von Dünger erhöht werden. Der Dung wird von Schweinen produziert, wenn sie gefüttert werden. Dieser kann vom Boden aufgesammelt werden. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich erst mal gucken sollen, dass ich Schweine gemacht hätte. So wie es aussieht. Hacke benötigt. Wieso Hacke? Achso, die meinen so eine Hacke. Okay, die kostet uns noch ein Rundholz. Gut, dann holen wir uns jetzt noch ein Rundholz, beziehungsweise einen Baum machen wir jetzt noch eben kaputt. Ich bin total gespannt, was da noch so alles auf uns zukommt. Ich meine, wir können ja irrsinnig viel bauen. Das ist ja nicht alles hier, dieses eine Haus, was wir bauen, gebaut haben. So, Rundholz. So. Wo habe ich das denn jetzt? Hier vorne habe ich das gemacht. Okay. Craften. Eine davon. Die muss ich wahrscheinlich auch in der Hand haben, nehme ich mal an, ne? Ja, genau. Gut, die können wir jetzt theoretisch auf 5 legen. Ist jetzt ganz unten. Oder bin ich einfach nur doof? Ach, da. So, auf 5. Nicht gerodetes Feld. Genau. Und nu, wie rode ich das denn? Ah, okay. Ungepflügtes Feld. Tasche Dünger benötigt. Okay, Dünger haben wir jetzt natürlich noch nicht. Sehe hier jetzt auch nicht so direkt, wo das Feld eigentlich ist. Es ist natürlich jetzt doch unplugged, steht jetzt hier. Na toll. Na gut, wir müssen ja alles mal ausprobieren. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als ob wir da jetzt von jetzt auf gleich alles können. Zielscheibe, Waschzuber. Ja, das ist wahrscheinlich dann wichtig, wenn wir mal eine Frau haben wollen. Ja, komm, bringen wir mal eins. Kann man das? Es gibt Hindernisse, die Baustelle blockieren. Also muss ich das wahrscheinlich auf so einen Tisch drauf bauen oder so, nehme ich mal an. Gut, dann können wir das auch nicht. Aber wir hatten ja hier eben gesehen, genau, wir brauchen 6. Nee, Moment, das ist das Holz. Speicher. Wir brauchen 10 Rundholz für einen Speicher. Ist natürlich wieder lustig. So viel können wir eigentlich gar nicht tragen. Ne? Stellen wir uns mal da auf die Seite. So. Wir probieren es trotzdem mal aus. Ich meine, wir können die Sachen zwar fallen lassen, aber es ist natürlich trotzdem doof. Und ich möchte die Sachen schon irgendwo hinstellen, also hinbauen, wo es auch relativ nah ist bei mir. So. Sind wir schon gut belastet hier? Rundhölzer, 7 Stück. Da war doch, hier war noch einer, genau, damit ich nicht ganz so weit gehen muss, weil das würde ich dann theoretisch daneben machen. Fällt natürlich auch jetzt genau zur falschen Seite. Das ist jetzt wieder ganz toll. So, okay. Ich hoffe, wir können jetzt von hier aus bauen. Ja, wird noch ein bisschen problematisch hier, aber wir versuchen es trotzdem. Überleben. Okay, da können wir sonst nichts machen. Was ist hier? Ressourcen?
Ist auch noch nichts frei. Ach, Crafting, genau. Die Werkstatt, die wollten wir auch noch machen. Da brauchen wir jetzt natürlich auch wieder Rundholz für. Mist. Oh, es ist groß. Oh, scheiße. Was sind das denn? Punkt und Komma, ne? Das Problem ist, ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Moment. Ich weiß, na, es bringt aber nichts, wenn ich jetzt ein Rundholz ablege. Da können wir ganz, ganz, ganz langsam mit schleichen. Ei, 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 ja, das ist, also, das verstehe ich überhaupt nicht, wie man sowas in einem Spiel unterbringen kann. Das Gebäude ist zu uneben, um es zu platzieren. Das Gebäude, Quatsch, das Gelände meine ich natürlich. Also egal, wie ich es drehe und wende. Das könnte noch problematisch werden. Also, ich schleiche mal hier so ein bisschen umher und guck mal, ob ich hier was finde, wo wir das Ganze platzieren können. Und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. So, ich hoffe, dass jetzt irgendwo hier die Tür ist. Das ist jetzt hinterm Haus. Oh, das ist jetzt sehr, sehr nah hinterm Haus. So wollte ich das eigentlich nicht haben. Aber okay, wir haben den Bauhammer hier. Stöcke, da brauchen wir schon wieder Rundholz dafür. Oh, für alles brauchen wir Rundholz. Es ist nicht wahr. Ach, hinter uns ist auch direkt ein Fluss, sehe ich gerade. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. So. Der war auf 6, genau. Das ist eine Wand. Das sind scheinbar auch alles Wände. Das ist scheiße. Ich habe das Ding genau falsch rumgestellt. Ich wusste es. Oh nein. Dann habe ich jetzt auch noch. Baumodus ändern. Okay. Ja, dann müssen wir es jetzt einfach mal hier hinbauen. Mit der Öffnung nach hinten. Ach, das ist doch alles so. Das Problem ist halt, man sieht überhaupt nicht, was man da jetzt genau macht. Jetzt habe ich auch schon wieder kein Essen mehr, habe keine Ahnung, wo ich überhaupt was zu essen herbekommen soll. Werde wahrscheinlich jetzt auch sterben. Also, es ist nicht besonders einfach, muss ich doch ganz ehrlich sagen. So, nehmen wir die Rundhölzer noch schnell mit. Nee, das ist das Falsche. Moment, das wollen wir. Reicht das? Oh, passt aber haargenau noch. So, ja. Ach doch, ein bisschen Fleisch haben wir noch. Essen jetzt erst nochmal schnell die Beeren. Dann werden wir mal gucken, dass wir das Fleisch nochmal eben anbraten hier. Ich glaube aber nur noch. Ah ne, 2 Stücke haben wir noch. Okay. Bringt natürlich auch nicht allzu viel. 3 Stücke? 4 Stücke. Okay, es war ein großes Reh, aber eigentlich sollte ja sehr viel mehr drin sein, wenn man mal so drüber nachdenkt, ne? Aber naja. So. Essen wir davon noch was? Und schon haben wir wieder alles weg. Das ist halt das große Problem.
Ich wollte noch die Werkstatt bauen, aber jetzt darf ich schon wieder herumlaufen und streng genommen wieder neu nach Essen suchen, beziehungsweise ja, versuchen, Tiere zu fangen oder zu töten. Was ist denn mit unserer Falle? Die ist aber nicht. Doch, die ist ausgelöst. Ah, ein Kaninchen. Ein Hase, kein Kaninchen. Komm her. Nein, und die Falle ist kaputt. Was braucht man denn jetzt dafür nochmal? 10 Stöcke. Die haben wir noch schnell. Eins, zwei. Moment, halt. Oh. Ist das nicht der? Der für mein Leben. Drei. Waren hier nicht irgendwo noch viele Stöcke? Ich meine, es ist ein Wald, ja? Wir haben hier überall Stöcke. Vier. Fünf. Sehr geil, noch ein Stein. Sechs. Sieben. Ich glaube, 10 braucht man, ne? Acht. Neun. Komm, nimm ihn. Sind 11, aber ist nicht schlimm. Keine Ahnung, wo das Rundholz jetzt noch herkommt. So, dann machen wir jetzt noch mal eine Hasenfalle. Perfekt. Und jetzt gucke ich mal eben. Ja, Gesundheit. Perfekt, perfekt, perfekt. Den haben wir jetzt zwar nicht mehr, das war ja wegen Vergiftung, genau. Den haben wir zwar nicht mehr, aber wir haben zumindest wieder mehr Leben. Das Problem ist halt nur, ich muss ja irgendwie herausfinden, wie ich am besten angeln kann oder ähnliches. Oder ich müsste eventuell, aber jetzt wird es schon wieder dunkel, ich müsste eventuell in die Stadt gehen und mir da was kaufen zu essen. Das wäre jetzt noch die Alternative. Ich würde sagen, dass ich jetzt erstmal für diese Folge aufhöre und dass wir dann in der nächsten Folge in die Stadt gehen und ja, da ein wenig Essen kaufen und in dem Fall jetzt auch nochmal mit Alvin sprechen. Ich weiß nicht, was er noch von uns möchte, aber die Geschichte geht ja auch noch weiter. Bis dann. Ciao.